Es ist Winter. Doch Eva und Wolfgang denken schon an ihre Hochzeit im Sommer. Was kann es Besseres geben, als das Glück zu haben, sein Leben mit einem ganz besonderen Menschen zu teilen, sagen sie mir in diesen Tagen. Wie schön muss es sein, in einer ehrlichen Partnerschaft einander treu verbunden zu sein. Deshalb ist für mich die Ehe etwas sehr Wertvolles, auch wenn es dabei viel Scheitern gibt. Dass Ehe etwas sehr Positives ist, drückt für mich auch Jesus aus. Er tut sein erstes Wunder bei einer Hochzeit in Kana in Galiläa. Als es keinen Wein mehr gibt, macht er aus 600 Litern Wassern von einem Augenblick auf den anderen Wein. Damit sagt er für mich, ich helfe, dass das Fest gelingen kann. Damit sagt mir Jesus einerseits, dass er die guten Feste der Menschen liebt, vor allem wenn es eine Hochzeit ist. Und er sagt damit für mich noch viel Tieferes. Was Jesus verkündet, ist, dass Gott mit dem Menschen einen Bund eingehen will, eine bleibende, innige Verbindung. Und ich bin überzeugt, dass Jesus uns hilft, dass wir das erleben können, dass Gott sein Leben mit uns teilen will, dass wir dieses Glück einer innigen Beziehung mit Gott erfahren können. Und das ist für mich der eigentliche Grund, warum Jesus sein erstes Wunder bei einer Hochzeit tut.